Jawohl, ja, Bereich sichern und das auf Clubhouse und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Sperrst du schon wieder Leute vom Spiel aus? Immerhin heißt das Ding ja auch Ei. Was? Na, dieses System da heißt ja auch Ei. Mein Bruder. Hast du auch einen, heißt der Ei-Ei? Der da heißt Ei-Ei, so. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Mach bitte mal alle weg hier. Nee. Nee. Richtung? Nee. Keiner macht hier Wände, ich bin der Erste, der eine Wand sitzt. Mach doch. Schon fertig. Es bleiben 10 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Datendraht eingesetzt. Standort des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Weiterhin absichern. Meine Außenkamera schon kaputt, da den Motorrädern kommen sollen. Jetzt zielt er. Nein. Ja, nochmal identifiziert. Ein Fragezeichen nach dir am Glass und Fuse. In der Garage kommen sie rein, zu zweit mindestens. Glass ist dabei. Gehen aber Richtung Bar. Deswegen, wegen der Luke. Na, rennt er da rein? Die Kamera ist hier geflogen. Na, ich wollte. Na gut. Ah, an der Luke hockt schon einer. Scheiße. Den Gegner von der Sicherung des Behälters abhalten. Jawohl. Glass haben sie noch. Kommt Garage, glaube ich. Ach ja, Mann, dann guck doch da auch hin. Guck doch selbst hin. Und schrei das nächste Mal bitte lauter. Müsst ihr noch nicht alle zu der Luke gucken. Im Gang kommt er. Behälter beschützen. Sicherung des Biogefahrgutbehälters unterbrochen. Die Feinde ausschalten. Nur noch ein Gegner übrig. Sie haben ihre Sicherung eingestellt. Ein Kämpfer des eigenen Trupps bleibt. Gegner eliminiert. Missionserfolg für eigene. Schlinge, ey, hat das gehört. Hat auch nachgeladen, hat aufgehört. Ach, unser war das. Okay, stimmt ja. Fuse. Oder Bug. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Ah, Grabschrau kommt aus dem Treppenhaus. Weiß bloß noch nicht, ob von unten oder von oben. Ich fahr runter.
Ja, unten sind sie, verstärkte Wände. Uah. Kackwestenbox. Puh. Noch 5 Sekunden. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Zweimal gekesselt. Einmal vom Gang und von der Garage. Vom Außengang. War in der Garage was? Hast du was gesehen? Psst. War in irgendeiner Garage. Was machst du? Nee, im Gang. Hey, raschelt was unten, oder? Ja, unten im Gang. Unterspringen kannst du im Moment. Okay. Bin links von dir. Guck nochmal vor. Hört die Steck. Hinter uns ab. Wo ist denn der hin? Der ist später nach zurückgekehrt. Das gekesselt wurde schon vor einiger Zeit, vor einer halben, dreiviertel Minute schon. Ja, aber hier ist ja einer lang gerannt und der ist nicht mehr da. Sonst ist kein Loch da, also muss da nochmal zugemacht haben. Also ganz vor bis... Okay. Du kannst links aufhämmern. Ich mach hier mal auf. Also Papa, weiß nicht, ob wir die hier aufmachen wollen. Nein! Blockiert, scheiße. Der ist nebenan, in der Versammlungshalle. Ich muss nachladen. Ist auf jeden Fall ein Störsender hinter der Wand. Er liegt hinterm Tisch. Okay. Hab verletzt, hab ihn getötet. Kurz. Bald geht es dir besser. Störsender muss weg. Willst du vielleicht mal hier eine Granate reinwerfen? Hier mal aufmachen? Nee, geht ja nicht. Scheiße, das geht ja nicht. Links mal aufmachen, weil wir kommen hier sonst nicht durch. Ich guck mal zu der Tür hier. Aus der Tür kommt gerade niemand. Eine Minute haben wir noch. Minute 5. Das Holz. Ja, Hitmarker für was? Was links ist auf jeden Fall doch noch drin. Auf zur anderen Seite. Hab einen. Er ist ja angeschossen. Getroffen. 18 Sekunden noch. Bin tot. Wollt reinkrabbeln. 15 Sekunden übrig. Doc haben sie auf jeden Fall noch voll Energie. 10 Sekunden. Doc hinter dem Bereich. Den der Tonne. Ach was? Feindliche Aktivitäten. Bedrohung neutralisieren. Einfach nicht an, ey. Eliminiert, eigener Trupp erfolgreich. Kann doch gar nicht sein, ey. Gemeiner Störsender, ey. Diese drei wussten schon ganz genau, was sie nehmen wollten. Im Grunde auch der Herzschlagmann wusste, was er sein wollte. So schnell wie die ausgewählt waren.
Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Den Raum sichern. Ich finde es gar nicht mal so verkehrt, wenn sie an diesem Geheimgang reinkommen wollen. Buddelgang oder wie der heißt. Wo heißt denn das Ding? Fluchttunnel. 10 Sekunden noch. Neue Kameraübertragung läuft. Sätze willkommen. Es bleiben 5 Sekunden. Die Gegner konnten den Biogefahrgutbehälter nicht finden. Ich suche nach Feind. Komm, mach zu. Ach, Stöße nicht in den Weg. Die kommen auf jeden Fall Garage, wie es scheint. Was denn? Was soll ich sein? Oh, ich glaube, die haben die Kamera schon gesehen. Ja, wer spottet denn da schon wieder? Ich wollte den Leuten zumindest mal sagen, wo sie sind. Aber nachdem du gestorben bist. Oh. Was macht denn Fuchs? Bleib stehen. Das ist doch, wenn er nicht will. Lass es doch! Ja, ich hab getroffen. Hätte ich nicht gedacht. Es ging eigentlich daneben optisch. Biogefahrgutbehälters abhalten. Wir haben den Biogefahrgutbehälter entdeckt. Der Gegner versucht nicht mehr, den Behälter zu sichern. Weiteren Zugriff auf den Biogefahrgutbehälter verhindern. Danke. Sicherung des Biogefahrgutbehälters unterbrochen. Oh Gott, sind wir in der Ecke. Feinde aushalten. Oh, ich hab ihn erwischt, der war tot. Sie haben ihre Versuche, den Behälter zu sichern. Da kam, ja, wohl bloß ein Mitmager. Ja, ist gut. Gut. Ja, ist noch das zweite ist auch da hinten. Sichern den Behälter. Mission gescheitert. Eigener Operator gefallen. Die Fußabdrücke. Voll der Salat. Oh, EMP, Mann, das ist super. Wenn er nicht sofort stirbt. Blendsprengsätze, Rauch und HI. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Geduldsraum unten. Gute Arbeit. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Komm. Oh. Keine coolen Regale da. Huch. 10 Sekunden bis Einsatz. 5 Sekunden. Weiter. Zum Glück ist hier ein dunkler Streifen. Und diesen sich.
sichern. Garagenkamera, kümmerst du dich? Wechsle Magazine. Ja. Dann sind jetzt alle Außenkameras kaputt. Ob jemand im Stripraum ist, wobei das schon geguckt. Nee, doch nicht. Das war die Fahne. Feindliche Aktivitäten. Bedrohung neutralisieren. Gibt's doch nicht! Es kann doch wieder, es kann doch wieder nicht sein. Es ist nicht mehr wahr, Alter. Letzter Verbleib. Na, bleibst du hier. Kann doch wieder nicht sein. Mit Sicherung ist den Raum sichern und den Biobehälter schützen. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Gegner eliminiert, Angriff erfolgreich. Die war zu schnell für mich, als sie da hinten lang ist. Schneller war sie, ja, aber das hat ihr auch nichts gebracht, denn gestorben ist sie trotzdem und das finde ich gut. Und bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao, tschüss.